Pascal Panier in der Minute 70. Gelbe Karte für Sandersdorf. Chancen haben die Gäste nicht. In Minute 86. Wagner setzt sich auf die Außenbahn durch und Wonneberger schiebt ein. 3:0 für Sandersdorf. Und mit diesem verdienten Ergebnis endet das Spiel mit 3:0. Volker Dietrich, Trainer von Merseburg, steht die SG Union Sandersdorf auf dem 3. Tabellenplatz und der VC Merseburg auf dem 15. Das nächste Spiel der Sandersdorfer ist am 18.